In diesem Reel reden wir über gute Geister. Diese werden in vielen Kulturen oder Religionen als göttliche Boten bezeichnet. In indigenen Kulturen werden gute Geister oft als Geister der Natur, Tiere oder Vorfahren betrachtet. Dabei werden sie oft als Beschützer der Natur, der Gemeinschaft oder des Einzelnen angesehen. Oder aber auch als Sinnbild der Liebe, Güte, Weisheit sowie Barmherzigkeit. Die blaue Agnes vom Sinnwellturm in Nürnberg soll einer dieser guten Geister gewesen sein. Sie war nicht nur für den einsamen Turmwächter ein Stück Familie, sie hat auch dafür gesorgt, dass die Bewohner der Stadt schnell über auflodernde Feuer gewarnt werden, indem sie die Glocken des Turmes erklingen ließ. Agnes ist aber noch lange nicht der einzige gute Geist. Es gibt viele Berichte von Geistern, die einen gewarnt haben sollen.